Tee, Shampoo, Sugar und so haben sie noch nicht gefragt, ne? Oder Strawberry, hatten sie das gefragt gehabt? Carbridge, Wet Yogurt, Smoothie, Dog Food hatten wir ja, Bleach, Leiche hatten wir, okay. Aber 265, sehr geil. Ich glaub sogar, dass wir diesen Tag mit 300 nach Hause gehen. Wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen mehr, wir schauen mal. Der Tag ist ja noch jung. Okay, Chips gehen auf jeden Fall sehr gut weg heute. Baguette, jetzt kommen ein paar Brote rein. 15 Uhr haben wir. Wo waren wir denn noch nicht? Da waren wir überall auf der Karte. Wir könnten theoretischerweise einfach spontan mal hier hinfahren. Mal gucken, was hier so ist. Das waren ja, glaube ich, Haushaltsartikel, ne? Houseware, genau. Fashion. Dann haben wir hier die neuen. Da waren wir ja. Und hier war, glaube ich, genau, Equipments. Dann würde ich einmal zum Autohändler fahren. Gucken wir uns mal an, was es da so für Autos gibt. Komm, wir machen das mal. Der Laden hat ja noch ein bisschen offen. So, let's go. Fahre ich richtig? Nein, ich muss ja Richtung Barbershop. Entschuldigung. Oh, einmal drehen. So. Hemmem. So. Leit so ein Horn. Ich komme. Was passiert eigentlich, wenn ich mit Tür auffahre und irgendwo gegenbrettere? Ist das ein Objekt, was irgendwie Dings hat? Ich probiere es mal mit der Kante hier. Hat das funktioniert? Warte mal. Probier mal den Baum. Nee, die Tür ist nicht da quasi, nicht existent. Können wir hieran, glaube ich, sehen, ne, oder? Jo. So, der Autohändler, sagst du. Der müsste ja... So, hier waren wir schon gewesen. Hier war ja das Motel. Was ist das hier? Freeheit? Was? Carparking? Picnic Area? Was steht da? Free Hike Speed Internet. Ach so. Wo ist denn jetzt Autohändler? Ist der hier? Ah ne, Equipment. Dann war hier, glaube ich... Was war hier denn nochmal? Ah ja, hier war der Furniture. Und dann... Ah ne, wir müssen abbiegen. Ach, ich bin so doof. Am Motel. Genau. Hoppala. Entschuldigung. So. Also, hier lang. Hier muss irgendwo der Autohändler sein. Am Arsch der Welt. Glaube ich zumindest, oder? War das hier? Ist das richtig? Da hinten kommen Gebäude. Doch, ich glaube, das war richtig. Alter, ist ja weit weg. Da kann man das Auto gut testen. Hui, 120. Carshop, yo. Okay, ich bleib mal hier stehen. So. Guten Tag. Wow. Wow. War sogar schon direkt mit Nummernschild. Sind sie... Alter, 5000 Schleifen. Okay, aber sehr cool. Mit Ladefläche. Der Gaurus. Mhm, gefällt mir sehr gut. Was ist das für einer? Der Gaial. Kostet 10.000 Schleifen. Alter Schwede. Aber der hat jetzt nicht so viel. Hä, das war's schon? Zwei Autos? Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Guten Tag. Gibt's hier noch mehr Autos? Es gibt zwei Autos. Toll. Das ist auch ein sehr schöner Laden, wie ich finde. Die Texturen passen nicht so richtig zusammen, aber egal. Da hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Naja, egal. Toll. Das, was sind das für Stühle hier? Da kann man sich dann so hinsetzen gegenüber und dann so... Ja, okay. Sie sind mir egal. Toll. Alter, wer da oben Fenster putzen muss, ne? Der tut mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, da brauchst du ja schon ein Gestell. Zwei Autos. Ich würde tatsächlich auf den Pickup sparen, weil der auch günstiger ist, der 5000. Weil was bringt mir das hier? Das bringt mir gar nichts. Das ist ein Familienauto. Der Kofferraum hat eh nicht viel Platz, so wie das aussieht. Und oben am Dach kann ich auch nicht viel platzieren. So, ich trete hier auch... Na, hat er noch so ein Panoramadach. Nee, ich glaube, da würde ich, glaube ich, lieber auf den Pickup sparen. Geht das? Brav, ein Freund. Warte.
Hua! Hua! Sie gut da reinglitschen? Gucken wir mal. So. Oh, wir haben 343 auf Tash. Ja, ich bin der richtige Businessman. Mein Name ist ja auch Erwin Müller. Und ich mache ihr Business. Ganz weit nach vorne bringe ich das, ja. Ich bringe Business nach vorne. Ich komme mit einem kleinen Piepsmobil und dann zeige ich ihnen, wie Business geht. Ja. So. Ich dachte, man kann hier einen Ferrari kaufen oder sowas. Naja. Okay, wir müssen rechts abbiegen. So. Sehr schön. So, tanken müssen wir noch nicht. Haben noch, Alter, tanken und Öl, das geht ja doch. Aber die Tankanzeige ist hier immer voll, oder? Oder zählt das schon als 16? Ich weiß nicht, ob das sich bewegt hat. Keine Ahnung. Da können wir eigentlich auch mal gucken gehen bei dem, was man da so machen kann. Spaßeshalber. 372, wie spät haben wir eigentlich? 19 Uhr. Gleich nochmal gucken, was sie alles haben wollten. Wuhu! Yeah! Bin da! Der Chef kommt! Juhu! 384. Sehr geil. Tschüss, beehren Sie uns bald wieder. Moin, Mr. T1000. Okay, was ist denn hier alles weggegangen? Also Brezel und so, den ganzen Scheiß nicht, aber Sandcake, Chips, Cola ist auf jeden Fall weggegangen, ein bisschen. Die Limo, Water ist auf jeden Fall heute auch, glaube ich, weggegangen. Sehr geil. Was wollten sie denn haben? Sponge hatten wir gesehen, ne? Okay, Schokoladencookie, Chili, Shield, Smealed, Baguette waren wir. Glascleaner, Berry Cookies, Hair Oil. Das haben wir noch gar nicht. Schokolade, Ice Cream, Chocolate Coffee. Okay, aber nichts, was wir auf der Liste haben. Und gekauft wurde. Wieder Zahnpasta, oder? Jo, Zahnpasta ging richtig gut heute. Nee, warte mal, hier wollte ich gucken. Zahnpasta ging richtig gut. Water Bottle, Soda Bottle, Water Bottle. Sandcake wurde wieder gekauft. Soße, Outer Flakes und Mayonnaise. Die hatten wir, glaube ich, auch vorgestern gekauft, ne? Mayonnaise, Soße und Sandcake, ne? Mayonnaise, Soße. Warte mal. Mayonnaise. 2 Tage. Achso, nee, warte mal. Oben war ja das, was gefragt worden ist, ne? Gekauft. Dann würde ich das hier auch machen. Alle 2 Tage. Huch, 2 Tage. Mein Gott. Was war das jetzt? Sauce? Soße? Wird das so geschrieben? Nee, warte mal, ich bin so doof. Sause wird das geschrieben. Entschuldigung. Sause. Dann alle 2 Tage. Was wollten wir noch schreiben? Alle 2 Tage wurde Sandkacke gekauft. Sandkacke. Und alle. Oh, kennt ihr, weil ich das gerade lese? Kennt ihr diese Kekse? Softcake? Kennt ihr die? Die Softcake, wo in der Mitte, wo oben drauf Schokolade, unten drunter so ein weicher Teig ist und in der Mitte so ein Glibber-Gelee drin ist in diesen Keksen. Boah, die habe ich früher eigentlich sehr gern gegessen, aber auch irgendwie wieder nicht. Die waren so richtig eklig von der Konsistenz her. Die sind, boah, ich weiß nicht. Die waren irgendwie ganz komisch. Waterbottle ist, glaube ich, auch alle 2 Tage. Würde ich mal jetzt testen. Waterbottle. So. Und das war ja hier, glaube ich, ja. Mach das mal so. Weil ich weiß nicht, ob ich runterscrollen kann. Ja, Freshener. Komma.
Den haben wir. Dann Salatdressing. Machen wir mal hier hin. Komma. Tee hatten wir schon? Ne, haben wir noch nicht, ne? Tee. So, Tee. Shampoo. Bin mir nicht sicher, wie gesagt, wegen dem Scrollen. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Und Sugar. Die Sachen müssten wir dann mal so kaufen. So, kann ich hier wieder zurückgehen? Ja, okay. Gut. Dann, okay, wir können jetzt noch Mitarbeiter bezahlen und wir würden natürlich das mit der Wand ausprobieren oder was er da erzählt hatte. Der, wie hieß er jetzt noch? Weiß ich gar nicht. Na? Okay, Getränk wurde, ich glaube, Limo oder Soda-Bottle oder Cola-Bottle. Aber die große Cola wurde jetzt doch, die wurden ein bisschen mehr gekauft. Hinten standen 2, 3, ich glaube 4 Stück wurden gekauft. Vielleicht hier vorne noch ein 5, glaube ich. Muss mal gleich mal nochmal gucken. Guck mal, was der Scheich haben will. Okay, für den Scheich haben wir irgendwie nichts, ne? Weiß nicht, ob er irgendwas, was will er denn haben? Candy Bag. Was ist denn mit ihm? Was ist denn, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Schwamm kaufen würde, ne, den sie ja zweimal gefragt hatten. War das Schwamm? Warte mal. Sponge. Zweimal hintereinander wurde das gefragt, ne? Sponge, ne? Genau. Wenn ich das jetzt kaufen würde, dann kaufen die das morgen bestimmt nicht, oder? Also würde ich jetzt mal frei Schnauze behaupten. Leather Care, okay. Der Status? Oh ja, wir müssen auf jeden Fall essen und trinken. Ich würde ein Wasser trinken. Und eine Limo, hier so eine... Okay, you are not thirsty, aber ich würde dir Brezel essen. Und vielleicht... Was können wir noch essen? So ein Sandcake. Achso, wir sind not hungrig. Not hungrig sind wir. Ich habe genug gegessen. Oh, ja. Langsam ist, glaube ich, dunkel. Würde sogar behaupten, dass wir gleich schließen werden. Sieht so förmlich danach aus. Ich habe gar jetzt die Uhr gar nicht im Blick. Aber 403. Holy shit, wir haben richtig auf Tash. Es läuft heute. Ist unser Rating irgendwie nach oben? Ja, 2%. Eggs wurden verkauft. Waterbottle lief richtig gut. Also sehr, sehr schön. Okay, 20 Uhr, eine Stunde noch. Dann kommen, glaube ich, noch 2 Stück. Also ich würde jetzt mal behaupten, es sind, glaube ich, noch 3 Customers, die kommen. Und dann sind wir, glaube ich, fertig und durch. Er macht doch instant Feierabend, ne? Ab 9 Uhr ist er weg. Oh, 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 war das Mac and Cheese? Oh, wurde Mac and Cheese gekauft? Nee. Doch, Pasta. Nee. Danke, beehren Sie uns bald wieder. Oh, Pasta wurde gekauft. Holy shit. Nach gefühlt 3 Tagen. Ich werde bekloppt. Wer geht die Pasta ja morgen weg? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt werden die Brezel gekauft. Ach, guck mal an. Okay, jetzt so zum Ende hin. Mhm. Na, hier ist jetzt die Tüte weg. Ihr seht's. Und hinten Mac and Cheese haben sie von hinten weggenommen. So. Guten Tag, Herr Bauarbeiter. Was darf es sein? Bier, Klopapier? Was? Leather Care. Was ist denn mit dir? Also, ehrlich. So, du machst gleich Feierabend, ne? Frankenstein. Aber den Scheich, den bedienst du noch. Mal gucken, ob der Scheich diesmal was kauft. Na? Plupp. Und wir haben wieder was. Nichts für den Scheich. Und es ist 9 Uhr und er hat Currychips. Der will nur Süßigkeiten, ne? Tschüss, Herr Scheich. Ich guck mal, dass ich das vielleicht demnächst mal besorge. Auf Wiedersehen. So, ich bediene mal den letzten Kunden an der Kasse. Unser Kollege hat ja schon Feierabend. Einer müsste noch kommen. Oder? Oder war das schon der letzte? War das echt schon der letzte diesmal? Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, diesmal war der Scheich, glaube ich, der letzte. Ja, sieht so aus. Okay. Dann lass mal ein Resümee beziehen. 433. Heute lief richtig gut. Wir haben auch ein Shop-Rating, glaube ich, von... Ne, 0%. Okay, alles klar. Heute wurde richtig gut gekauft. Okay, zum Schluss Brezel und Soda. Und Pasta. Also Water Bottle.
Okay, was sollten wir auf jeden Fall nochmal nachkaufen? Ist jetzt... Nein, mach zu. Was sollten wir auf jeden Fall nochmal nachkaufen? Ich würde sagen, wenn es günstig ist, vielleicht die Zahnpasta? Also, ich würde kaufen Zahnpasta auf jeden Fall. Kann ich da irgendwie einen Haken drin ranmachen oder so, dass ich weiß? Kaufen. Soße wurde, glaube ich, nicht so viel gekauft. Sandcake auch nicht. Waterbottle auf jeden Fall würde ich kaufen. Ich mache mal hier so Klammer. Kaufen. Ich mache das mal anders. Warte mal. Ich mache mal eine neue Liste. Geht das? Kaufen. So, dann machen wir hier kaufen. Da mache ich hier auf jeden Fall Zahnpasta rein. Dann Waterbottle auf jeden Fall auch. Dann würde ich den... Ich würde den Sponge ausprobieren, den SpongeBob. Wenn der im Angebot ist natürlich. Alter, komme ich auch drunter? Ah ja, so, okay. Das geht. Bleach, Bleiche wurde auch gekauft. Beziehungsweise zwei Tage hintereinander wurde es gefragt, ne? Mach das mal anders, mach mal hier. Gefragt, zwei Tage hintereinander. Dann mache ich das mal so, zwei Tage hintereinander gefragt, mache ich so. Dann weiß ich, was da genau. Und kaufen oder einkaufen. Ich mach mal so. Und dann würde ich tatsächlich sagen, da mache ich hier eine Liste. Da mache ich hier noch eine Liste, wo ich dann reinschreibe. Gekauft. Zwei Tage hintereinander, genau. Dann haben wir eine Liste mit, was wir kaufen wollen. Zwei Tage hintereinander gefragt. Ich würde, glaube ich, die Liste hier unten... Warte mal. Ah, dass man es nicht scrollen kann. Zwei Tage hintereinander gekauft wurde auf jeden Fall... Genau. Zahnpasta. Soße, Sandcake. Das würde ich auf jeden Fall hier mal eben anders machen. Warte mal. So, so. Alter, diese Musik, ne? Das kann ich das mal eben umändern. Das wegmachen. Dann würde ich hier mal eben zack, zack einfügen. Genau, kaufen. Warte. So, dann weiß ich, dass das das ist. Genau, das ist das. Also das wurde hintereinander gekauft. Mach das mal gerade hier so ein bisschen professioneller. Ja. So, das wurde zwei Tage hintereinander gefragt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, ne? Ich habe keine Ahnung, null Ahnung, ob das so... Zwei Tage hintereinander gekauft wurde das. Und einkaufen würde ich hier schreiben, glaube ich. Einkaufen. So, und das sind Sachen hier, glaube ich. Wurden die auch gefragt, oder... Was war das? Was war das denn nochmal? Jetzt habe ich vergessen, was das war. Strawberry. Ah nee, das waren Sachen, die wir geschrieben haben wegen Dings, ne? Was am Vortag war, ne? Das war, glaube ich, am Vortag, ne? Vortag gefragt, würde ich das nennen. Ja. Um ein bisschen Platz zu sparen, würde ich das so machen. So, dann würde ich, da würde ich ein bisschen Platz sparen mit. So, warte. Ah, machen wir ein bisschen ordentlich hier, ne? Ein bisschen... So, warte mal. So, so, so. Zack. Dann kopieren. Dann so. Kopieren.
So, Water Bottle. Dann kann das weg. Das kann ein bisschen nach oben dann. Sponge. Sternchen können jetzt erstmal weg. Ich würde da, wie gesagt, erstmal dann hier das so machen. Kopieren. Dann. So. Genau, dann haben wir das ein bisschen ordentlicher. Das wäre noch geil, wenn man das irgendwie noch einstellen könnte. Ach, lol. Wie geil ist das denn? Modify Text. Das ist ja interessant. Select all. Und dann? Achso, ich kann nur Copies. Okay, ich dachte, ich könnte noch irgendwas ändern. Gut, okay, zwei Tage hintereinander gefragt wurden Bleach, Dogfood und Sponge, also Schwamm. Zwei Tage hintereinander gekauft wurden Zahnpasta. Gekauft? Wieso steht gekauft? Achso. Zwei Tage hintereinander wurde gekauft Zahnpasta, Soße, Zencake, Waterbottle. Und einkaufen sollten wir, glaube ich, Zahnpasta, Waterbottle, Sponge. Und das waren ja hier, glaube ich, Sachen, die wir vielleicht einkaufen sollten. Vielleicht. Damit können wir ja dann mal beim Einkaufen schauen, würde ich sagen. Ich würde den Sponge würde ich kaufen, ja. Dogfood und Bleiche. Die würde ich vielleicht auch mal ausprobieren zu kaufen. Die drei Sachen einfach mal testen. Weil die haben sie ja jetzt zweimal hintereinander gefragt, zweimal hintereinander gekauft. Und das waren ja, was sie immer gefragt hatten, ne? Das waren ja auch jetzt vorgestern, was sie gefragt hat. Nicht heute, sondern vorgestern. Da würde ich zum Beispiel den Strawberry, würde ich auf jeden Fall einkaufen mal. Ob das wirklich das ist, was ich mir so denke. Den Air Freshener hatten sie letzte Mal. Den... Genau, Dogfood würde ich vielleicht auch. Obwohl ich glaube, diesmal werden sie... Dogfood werden sie, glaube ich, diesmal nicht haben wollen. Bin ich mir nie sicher. Zucker würde ich vielleicht auch einkaufen. Schauen wir mal. So, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen aufgeschrieben. Ich würde tatsächlich jetzt einmal zu dem Typen fahren und mir mal angucken, was dann passiert. So. Und dann fahren wir mal zu dem Dude. Wir müssen ja sowieso zum Barbershop. Dann gehen wir auch ein bisschen shoppen. Hui! Okay. So. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt erstmal so eine Liste gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Ob das jetzt immer so bleibt mit den alle zwei Tagen. Keine Ahnung. Wir müssen das ein bisschen im Auge behalten. Ob das klappt. Hä, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht, das Game. Oh, extra so lustig gemacht. Ich meine, gut, okay, die Animationen... Machen wir uns nichts vor, die Animationen sind schon sehr lustig, ne? Ist einfach so. Die Animationen sind sehr lustig. So, dann lass mal schauen. Ich pay dich. Thank you, good sir. Okay, danke dir. Ich komme zu deinem Shop und starte am nächsten Morgen. Okay. Sami. Sami, 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 Lovey, Miami, lalalalalalalala. So, was wollten wir jetzt einkaufen? Dann lass doch mal gucken. Also, wir wollten Zahnpasta, Waterbottle und Sponge. Zahnpasta war, glaube ich, noch gut Preis, ne? Ja. Kaufe ich mal zweimal.